Hallo. Heute sprechen wir über die Uhrzeit. Wie sagt man die Uhrzeit auf Deutsch? Am Ende dieses Videos, dir wird auch kristallklar sein. Du solltest zuerst verstehen, dass die Uhrzeit man auf Deutsch sagen kann auf formelle und informelle Art und Weise. Formell gesagt, die Uhrzeit. Wir haben 24 Stunden Zählung. Das heißt, wir haben auch 17 Uhr, 18 Uhr bis 24 Uhr. Und zuerst sagt man Stunden, dann das Wort Uhr und dann Minuten. Zum Beispiel, es ist 22.10 Uhr. 22.10 Uhr. Andererseits, im Alltag, informeller gesagte Uhrzeit ist viel, viel, viel öfter. Dort sagt man zuerst Minuten, dann Stunden, mit Hilfe von der Präposition vor und nach. Und wir haben 12 Stunden Zählung. Wenn nötig, ergänzt man morgens, vormittags, nachmittags, um die Tageszeit deutlicher zu machen. Wir haben schon gesagt, man nennt zuerst die Minuten und dann Stunden mit Hilfe von zwei Präpositionen vor und nach. Was das eigentlich bedeutet. Nehmen wir als Beispiel. Wir möchten die Uhrzeit sagen und es ist genau jetzt 2:12 Uhr. Wir werden dann sagen, es ist 12 Minuten, weil wir sagen 12 Minuten, nach 12, weil es ist schon vorbei. Diese 12 Minuten sind schon nach diese 2 Uhr. Wenn wir wollten sagen, es ist 1:48 Uhr, so 12 Minuten vor 2, wir sagen genau das. Es ist 12 Minuten vor 2. Noch. Was können wir noch sagen mit vor und nach? Wenn wir haben zum Beispiel 18.20 Uhr, wir werden logischerweise sagen, es ist 20 nach 6. Wenn wir haben 17.40 Uhr, wir werden sagen, es ist 20 vor 6. Bei 15 Minuten Abständen sagt man nicht die Zahl der Minuten, sondern sagt man Viertel. Warum Viertel? Von einer vollen Stunde von 60 Minuten, ein Viertel ist 15 Minuten. Zum Beispiel, es ist gerade 17.45 Uhr. Oder, informell gesagt, es ist Viertel vor 6, weil wir haben noch ein Viertel bis 6. Oder, es ist 18.15 Uhr. Oder, es ist Viertel nach 6. Bei halben Stunde sagt man nicht die Zahl der Minuten, sondern es ist halb plus die Zahl der nächsten vollen Stunde. Zum Beispiel, es ist 17.30 Uhr, es ist halb 6, weil 6 ist unsere nächste volle Stunde. Bei vollen Stunden verwendet man oft das Wort Uhr. Zum Beispiel, es ist 6 Uhr. Jetzt ist es 9 Uhr. Bei der Zahl 1 gibt es eine Besonderheit. Wenn man das Wort Uhr nutzt, dann sagt man nur 1. Zum Beispiel, es ist 1 Uhr. Wenn man weglässt dieses Wort Uhr, dann muss man sagen, es ist 1. Wenn du dieses Video hilfreich findest und nicht mehr verwirrend bist, wie kann man die Uhrzeit auf Deutsch sagen, dann bitte Like und Subscribe anklicken, Kommentar schreiben und dieses Video weiterteilen. Bis nächstes Mal!